Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Hyder Simmels. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden und ich muss halt noch ein Part machen, denn ich bin heute bei einem Kumpel. Ich trinke mal eben ganz kurz Cola, es tut mir so leid, aber... Das hier könnte heute der erste Part sein, der letzte Part von der Hauptstory sein. Deswegen muss ich mich perfekt darauf vorbereiten. Und Leute... Ich habe euch ja gesagt gehabt, ich werde nochmal trainieren, ne, das hat ja nicht geklappt, letztes Mal mit Corvus, also habe ich mir ja gesagt, ey, ich trainiere da nochmal ein bisschen. Ein bisschen ist auch ganz nett formuliert, ich zeige euch mal ganz kurz das Team. 50, 52, 51, 52, ja, ich habe ungefähr wieder genau dieselbe Zeit hineingesteckt, nee, ich glaube, diesmal war es sogar ein bisschen länger, anstrengender, aber... ich habe wieder ganz gut Flüssigmetallschleime gekriegt, muss man mal sagen. Ich habe in letzter Zeit irgendwie ziemlich Glück, was es angeht. Obwohl ich sonst nie Glück in meinem Leben habe. Aber gut, das habe ich jetzt auf einmal in meinem Leben mal gehabt. Und ja, ich habe trainiert, wie man unschwer erkennen kann. Es war schwer, aber ich weiß gar nicht, kann ich euch... Nee, ich muss euch das wahrscheinlich gleich erst im Kampf zeigen. Die Taktik muss ich kurz umstellen... Ja, wobei, nee, das mache ich auch im Kampf, denn ich zeige euch, was Daniel neu dazu gekriegt hat. Und ich hoffe, ja, auch wenn ich das Let's Play mag, ich hoffe, dass ich Corvus besiegen kann. Dass das mal endlich vorbei ist hier mit Corvus. Also, latschen wir mal zu dem Kollegen. Ich habe wieder ziemlich hart trainiert, wie man gesehen hat. Und ich hoffe, das zahlt sich diesmal aus. Wenn nicht, dann muss ich wieder trainieren und dann... Oh mein Gott, ey, ja, wieder keine Lust drauf, ey, muss ich ganz ehrlich gestehen. Egal. Das haben wir schon alles gehabt. Ja, komm, nimm dir ein Blatt vom Mund. Wir haben das schon alles gehört. Komm, ja. Ja, halt mal die Backen steif, bitte. Sodale. Corvus. Ich kann euch hier eben ganz kurz zeigen. Ich habe nochmal Rücksendung bekommen. Stoppt einen Angriff und schlägt zurück nach Zufallsprinzip. Ich glaube, sonst habe ich hier gar nichts gekriegt, oder? Zauber vielleicht. Energieschub habe ich, lol. Kann ich... Boah, beides auf Duncan, ey. Und der Typ, der... Das wäre krass. Das wäre echt heftig. Aber ich multibeschleunige erstmal. Und dann hier bei Daniel, der hat gar nichts mehr dazu gekriegt. Okay, ja, nee, dann, gut, dann werde ich ihm ganz kurz dafür sorgen, dass er... Nee, nicht ausrüstet. Taktik, danke. Wunden heilen drauf kriegt. Was denn? Ach ja, genau, Daniel steht da hinten. Das ist gar nicht mal so... Gar nicht mal so schlecht. Gut, dass ich das, schon eingestellt habe. Duncan hat blinde Kuh gelernt. Versetzt einem Feind einen heftigen, aber ungezielten Haken. Habe ich auch schon ausprobiert. Sieht ziemlich lustig aus. Ist halt auch nach Zufallsprinzip. Sagt ja schon blinde Kuh. Duncan ist dann die blinde Kuh. Jetzt hart ausgedrückt. Und das ist dann... Ja, der trifft dann den zufälligen Gegner halt. Ich glaube, sonst hat er nichts gekriegt. Aber wir konzentrieren natürlich. Ich glaube, sie hat auch nichts dazu gekriegt. Ja, Bumm kanntet ihr ja schon. Ja, und sonst... Nö, die hat irgendwie nichts dazu gekriegt. Nö, nö, blieb alles beim Halten. Aber multibeschleunigen wir erstmal alle durch. Selbst wenn er seinen komischen Geschrei da wieder einsetzt, diese Störwelle oder wie das heißt. Ja, da ist er ja schon. Ja gut, meinetwegen. Ist nicht davon betroffen, ist nicht davon betroffen. Oh, nice, nice. Das war wichtig. Oh. Odem Resistenz ist noch viel besser, damit wir halt nicht diese Lähmung halt auch wirklich kriegen von diesen Odem-Attacken, diese Auren, die er immer losschickt. Wir sorgen einfach jetzt gerade in der ersten Runde nur dafür, dass wir alle irgendwie hochgepusht werden, ey. Ja, erstmal, bei Pokémon würde ich jetzt sagen, erstmal müssen wir setupen. Erstmal ein bisschen Setup machen. Na, genauso kriegt er auch MP wieder zurück, habt ihr jetzt auch nochmal gesehen. Zauberspiegel setze ich jetzt schon ein. Er konzentriert noch einmal, würde ich sagen, und sie setzt, wo haben wir es? Energieschub auf ihn schon mal ein. Ich möchte nur, dass er sich noch einmal konzentriert. Und danach will ich schon angreifen. Das ist jetzt mein Plan. Ja, steigt deine Konzentration ruhig. Ja, 120 Schaden, das denken wir easy. Vor allem, wenn ich überlege, dass Daniel mich ja gleich wahrscheinlich eh wieder heilen wird, geht das ja eigentlich noch in Ordnung. Ich muss mal ganz kurz, mein Headset-Kabel ist hier so richtig komisch einge... Ey, das ist gerade richtig komisch, mein Headset-Kabel hier. So will ich sie nicht liegen lassen. Ich möchte es eigentlich so drehen. Ja, jetzt hängt das ziemlich gut. Aber hier ist so eine kleine Beule, nicht, dass mein Kabel irgendwie kaputt geht. Naja, egal. Wenn ihr mich nicht mehr hört, wisst ihr Bescheid, wieso. Hört ihr mich eigentlich? Ich weiß gar nicht, hört ihr mich? Ja, ihr müsst mich hören. Scheiße, nicht, dass ich die Aufnahme mache und dass ihr mich hört. Nein, da mache ich mir keine Sorgen. Ihr hört mich auf jeden Fall.
Rücksendung. Ist halt, stoppt einen Angriff und schlägt zurück nach 45%. Das ist halt nicht schlecht. Ich möchte das mal ausprobieren. Duncan setzt jetzt Faustwirbel ein und sie, wollen wir es mal mit einem Bumm versuchen? Komm, einfach mal, just for the lulz, hier einfach 171 Schaden hinzufügen, als wär's nichts. Oh, nice. Vollheilung sogar. Lach, oh nein. Okay, das geht ja noch. Ich dachte, der haut jetzt da seinen Superattacke raus. 1039. Jetzt wird er gleich, sich hundertprozentig, wird er sich gleich wieder, selbst heilen. Dann steht da, beginnt zu meditieren. Mehrere Runden lang, das ist gut, weil dann kann die Magie-Explosion ja vielleicht sogar wirklich zurückgesetzt werden. Das wäre so geil, wenn das wirklich funktioniert. Ja, mich brauche ich, glaube ich, gar nicht mal so allzu sehr pushen. Ich setze jetzt mal Falken, die beiden. So, jetzt muss ich auch mal langsam zum Zug kommen. Jetzt greife ich mal selber an. Und sie setzt auch nochmal Boing ein. Ja, sie setzt jetzt auch nochmal Boing ein. Falls er dann gleich nach dieser Runde wirklich Magie-Explosion einsetzen sollte. Lol, einmal ausgewichen, ist auch nice. 18 Schaden nur noch. Ey, sagt mir bitte, das ist der letzte Kampf gegen Corvus. Oh mein Gott, 18 Schaden nur. Ich bin ein bisschen overlevelt, würde ich mal sagen. Jetzt setze ich einfach mal direkt Faustwirbel ein, mir doch egal. Bumm. 53 Schaden macht der. Nur in Anführungszeichen. Boah, 183. 230. Und Faustwirbel noch hinterher. 608, der kommt ja gar nicht zum Zug. Ah, ja, da geht's los. Okay, er lacht selbstsicher. Soll er das mal tun? Soll er das mal tun? Konzentrieren. Setz einfach mal zur Sicherheit Eskulapstopp auf dich selber ein. Weil 167 LP, das vertraue ich nicht, wenn er jetzt Magie-Explosion einsetzt. Ach, sie hätte eh Boing. Verdammt mich doch eins. Scheiße. Egal. Egal. Ist jetzt nicht schlimm. Ja, die Odem-Resistenz kann auch meinetwegen sinken. Ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm mehr. Da ist es. Es prallt nicht ab. Es prallt nicht ab. Okay. Nur ich hab gefehlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur ich hätte gefehlt. Nice. Ey, Daniel ist mega schlau. Einfach sein... Lol, wird hier sogar... steht er sogar auf. Daniel ist ja mal mega schlau. Einfach sein... Ah ja, I remember. Der kann sich auch einfach seine ganzen MP wiederholen. Heillieb habe ich jetzt so eingesetzt, damit ich ein bisschen wieder geheilt werde. Oh, die Flinkheit normalisiert sich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da müssen wir erstmal dafür sorgen, dass das erstmal nicht geht. So, das setze natürlich ein. Null Tarif? Nö, brauche ich nicht unbedingt. Ich setze nochmal Multibeschleunigung ein, sodass wir... Also, dass Marcel Multibeschleunigung einsetzt und halt Selina nochmal Multibeschleunigung einsetzt, sodass wir beide dafür sorgen, dass wir hoffentlich schneller sind als Corvus. Jo, perfekt. Daniel ist sogar schlau, Alter. Krass, also im Real Life kann er das nicht von sich behaupten. Aber bisher sind noch keine Zauber irgendwie wieder zurückgeprallt zum Empfänger. Komisch, naja. 20 und 50 da und 100. Und jetzt gleich der Falkenhieb, ja klar, Duncan und Falkenhieb. Jetzt gleich der Faustwirbel, der kommt, Leute. Da könnt ihr euch gleich mal drauf freuen. Jetzt gleich kommt ein Faustwirbel der Superlative, das schwöre ich euch. Ach, nicht bei allen war es normalisiert. Okay, alles klar. Ja gut, dann habe ich wenigstens jetzt die Normalisierung wieder. So, meine Freunde, wisst ihr, was jetzt gleich kommt? Hoho, ein Faustwirbel der Superlative, meine Freunde. Hoho. Mehr Heilung, nice, ja. Ja, Feuerkraft jetzt hier, kommt auch hoffentlich gleich durch. Hoffentlich bin ich schneller als Duncan. Ja! Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh gut, er setzt auf mich ein. Das kann er meinetwegen machen. Und jetzt kommt Duncan. Oh mein Gott. Wir haben Corvus besiegt.
Ich kann jetzt nicht so rumbrüllen, es tut mir echt leid, aber wir haben Corvus besiegt. Wir haben Corvus besiegt, Mann. Fuck my life. Geil. Oh mein Gott. Fuck my life. Wir haben Corvus besiegt. Motherfucking hell. Wie ist das nur möglich? Wie kann ich sogar dem Allmächtigen, der sogar dem Allmächtigen überlegen war, von einem einfachen Sterblichen besiegt werden? Lade dich nur an deinem erbärmlichen Sieg, solange du kannst, sterbliches Gewürm. Diese Welt wird bald schon nicht mehr sein. Du wirst mitsamt all ihren Einwohnern Vernichtung durch meine Hand erfahren. Yo, chill! Ich fliege ja fast von der Plattform. Chill mal! Das möchte ich nicht vertonen, nein, wirklich. Ich habe euch gefunden. Endlich. Endlich habe ich euch gefunden. Das ist jetzt hier Dragon Ball, wenn so zwei Kräfte aufeinander... Aha! Serena. Warum sucht ihr mich auf, verräterische Sterbliche? Corvus, ich habe nach euch gesucht. Ich habe sehr lange nach euch gesucht. Das ist wie Dragon Ball, wenn zwei Kräfte aufeinandertreffen. LOL, die Silhouette zu den Bildern. Es tat mir so leid, dass ich euch damals nicht retten konnte. Seitdem habe ich euch gesucht. Ich wollte euch finden, damit ich... damit ich euch endlich retten kann. Vor der Dunkelheit, Bitterkeit und Verzweiflung. LOL. Oh, wow. Serena, wie konnte ich nur glauben, ihr würdet mich verraten? Ich schäme mich, dass ich euch nicht vertraut habe und so zornig war. Ich musste so viel erleiden und ihr seid einen derart beschwerlichen Weg gegangen, um mich zu finden. Doch ihr seid nie ins Wanken geraten. Nie seid ihr von eurem Entschluss abgekommen, mich aus der Dunkelheit zurückzuführen. Zu glauben, dass jemand so reines, so unschuldiges, sich des Verrates schuldig machen könnte. Und aus Rache so weit zu gehen. Hätte ich mich nicht aufgehalten, hätte ich meinen Hass, meine Bitterkeit und meine Rachsucht dieser Welt verzehren lassen. Ich kann meine Sünden nicht ungeschehen machen, aber mein letztes, abscheulichstes Verbrechen, es konnte verhindert werden. Marcel, himmlischer und Hüter, Schüler meines eigenen Lehrlings Aquila. Er hat aus euch einen würdigen Hüter gemacht. Bittet ihn, mir für mein Versagen bei seiner Ausbildung zu verzeihen. Wir müssen gehen, Corvus. Ja, es ist endlich soweit. Leck mich fett, ey. Das ist eine krasse Geschichte. Augen! Es regnet! Nein, okay, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder das Reich des Allmächtigen raus. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich kann mich nicht mehr an das Ende erinnern. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Marcel. Ah, der Weltenbaum. Aber ich kann nicht mehr so hoch sprechen. Ich bin vor 20 Minuten aufgestanden, hallo. Da kann ich nicht so hoch sprechen. Hallo, du Schrumpfs? Was ist das? Du bist der Weltenbaum. Sie lebt wieder. What are those? Sie kommt jetzt wahrscheinlich zu mir oder so. Will mir einen Besuch abstatten. Ja, war so klar. Ich kann mich aber echt nicht mehr an das Ende erinnern. Wie ich mich bereitstelle. Habt ihr es gerade gesehen? Die steht so vor mir und dann stelle ich mich so bereit so auf so einen Angriff. Was macht die jetzt? Ihr wart es, Marcel. Ihr habt die Welt vor Unheil bewahrt. Ihr, der ihr sowohl sterblich als auch himmlisch seid,
Das Reich der Sterblichen hat euch seine Existenz zu verdanken. Und nun ist die Pflicht der Himmlischen, die so viele Äonen auf ihnen lastete, endlich abgeleistet. Ah ja. Das Observatorium. Hä? Was passiert denn jetzt? Nein, meine Freunde! Heißt es jetzt, alle Himmlischen haben jetzt ihren Job getan und werden jetzt, nein, in den Himmel geschickt ist ja falsch. Die sind ja schon himmlisch. Verdammt. Sogar der Alte da. Ach, die schweben da jetzt herum. Gucken sich das ganze Spektakel von außen an. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Sind die jetzt diese kleinen Lichtwürmer oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Wäre ein bisschen creepy. Die Himmlischen, die zum Himmel aufsteigen, werden auf ewig über die Lüfte wachen. Doch ihr, Marcel, eure Bestimmung ist eine andere. Der Sternexpress. Ihr müsst bei den Sterblichen bleiben. Ihr müsst ihrer Welt ein Hüter sein. Ihrer Welt? Ist das nicht ein bisschen zu hochgesetzt, die Latte? Gleich Hüter der Welt zu sein? Mit der Zeit werden eure Erinnerungen an das Reich der Allmächtigen und an mich verblassen. Doch ihr müsst voranschreiten. Nein, ach kommt, Leute. Das ist jetzt uncool. Da rette ich die ganze Welt und dann muss ich euch auch noch vergessen, oder was? Nö, das finde ich jetzt aber ganz schön uncool, Mister. Also, das, nö, das, gibt es einen Vertrag, den ich unterschreiben muss? Weil den werde ich ganz bestimmt nicht eingehen. Voranschreiten in euer Reich. Entschuldigung. Voranschreiten in euer Reich, das Reich der Sterblichen. Oh, wie süß. Oh, da krieg ich gerade ein bisschen Pipi in den... Oh, da krieg ich gerade ein bisschen Pipi in die Augen. Danke, Marcel. Oh, wie süß. Dieses Danke, Marcel. Weil wir uns nie wiedersehen können, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Oh, dieser Slow-Theme von dem Song. Och man, Leute, macht es mir doch nicht so schwer. Bei Pokémon Mystery Dungeon hatte ich sogar schon so einen schweren Abschied gehabt. Naja, was soll's. Wir sind jetzt also dann für immer Sterbliche, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Hallo? Ist da jemand? Wir werden wahrscheinlich dann nie wieder uns an die Himmlischen erinnern. Wenn da jemand ist, dann sagt doch etwas. Zeigt euch. War das nicht aus dem Prolog? Ich erinnere mich an diese Stimmen. So fliehen die Stimmen der Sterblichen in der Hoffnung auf einen Beweis für unsere Existenz. Diese Hintergrundmusik vor allem dazu, ne? Oh Mann. Wie lange schon schützen wir ihr Reich? Das kommt auch aus dem Prolog, da wo wir diesen alten Mann mit Thekla gerettet haben vor den Monstern. Wie lange existieren wir Himmlischen bereits? Leute, ich krieg gerade echt krass Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist eigentlich jetzt sozusagen das Ende von dem Projekt, aber ich habe euch ja gesagt, ich werde ja noch, ich werde ja noch, hier Dings geht's, ich werde ja noch nicht aufhören, ich werde auf jeden Fall noch weitermachen in Form von, dass ich, ja halt, ich werde eine Grotte machen und dann halt mal die Königsmetallschleime im Besuch abstatten und ich denke mal, das war's dann auch wieder. Mehr werde ich dann wahrscheinlich nicht machen. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt irgendwie, ich denke mal, das würde auf jeden Fall reichen, gutes Ende für das Let's Play dann sozusagen geben. Ich würde jetzt mal sagen, ich ratte das Ganze hier noch durch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Dragon Quest, ein super geiles Spiel. Ich bin so froh früher, als ich noch ein bisschen kleiner war, ich glaube 2014 ist das Spiel, glaube ich, 2014 kann gar nicht sein. Wann ist das Spiel auf den Markt gekommen? 2008 oder 2009 würde ich jetzt mal schätzen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Wenn es so ist, dann freue ich mich, dass ich da auf jeden Fall in die...
in die Theke reingegriffen habe und ich auf jeden Fall Dragon Quest rausgezogen habe für Nintendo. Denn das ist ein ultra geiles Spiel. Und als ich das früher gespielt habe, ja, es hat mich einfach überzeugt. Das war das allererste, wirklich das allererste RPG, das ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Und ich habe mich in diese RPG-Spiele verliebt durch dieses Spiel. Ich meine, ich spiele nicht viele RPGs, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich spiele nicht viele RPGs. Aber Dragon Quest, das hat mich sozusagen zu dieser Form gebracht. Ich liebe es zu leveln, Ausrüstung zu geben, Fähigkeiten dazu kriegen und so weiter, Stats boosten und so. Das macht richtig, richtig Laune, diese Variabilität. Wir schauen uns das jetzt Ganze noch an. Im Hintergrund kommen da immer so Szenen aus den ganz verschiedenen Dörfern und so weiter, bei denen wir wahrscheinlich Leute auch gerettet haben und so. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Zwischendurch immer der Sternexpress, der wieder durch das Land zieht und so. Ah, schaut mal da. Neubühltau hieß das, glaube ich, ne? Ich denke mal schon, richtig? Da ist eine Frau? Lol. Die Frau des Gneisbeißers hier von dem Typen, der gestorben ist. Deswegen hat er das doch gemacht. Ah, das ist auch so ganz kleine Gimmicks, die richtig cool sind, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das finde ich so cool. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Motorradfahrer gerade gehört habt, aber auf jeden Fall hat er gerade ganz schön Gas gegeben. Also ich finde das absolut cool. Und Dragon Quest ist wirklich ein Spiel, ich kann es euch nur empfehlen. Ich muss jetzt gerade eben ganz kurz pausieren. Scheiße, meine Eltern rufen mich gerade an. Ich muss jetzt runtergehen und essen. Ich lasse euch jetzt hier ganz kurz diesen Epilog nochmal zu Ende laufen. Ich sag dann mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Kowski und bye bye. Aber ich, na wobei, nein, bleibt noch stehen. Wenn dieser Epilog hier vorbei ist, werde ich das so hinschneiden, bis ich dann wieder da bin vom Essen. Also wir sehen uns dann halt gleich wieder. Schwer zu kapieren, aber der Part ist noch nicht vorbei, damit ihr Bescheid wisst. So wie ich gesagt habe, ist ja noch nicht vorbei. Ich schneide das so zusammen, dass ihr den Epilog noch gesehen habt und dass ich jetzt hier wieder bin. Also, ich war gerade nämlich gerade essen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Oh, wir müssen also wirklich Abschied nehmen. Du sollst mich aber nicht verlassen. Geh nicht. Tja, da kann man wohl nichts machen, was? Marcel ist jetzt sterblich. Wir gehören in verschiedene Welten. Was hat das denn damit zu tun, du verflippter, fetter Flugführer? Hast du ein Herz aus Bein oder was? Auch da kann man wohl nichts machen.
Nimm's nicht übel. Nimm's ihr nicht übel, Marcel, dass sie das so traurig macht. Sie ist halt noch ein Kind. Sie versteht das noch. Sie ist echt ein Kind? Sie ist ein Kind? Nee, die ist doch kein Kind. Jedenfalls müssen wir wohl erstmal von deiner Abschied nehmen. Pass auf dich auf, Kumpel. Alles Gute. Tschüss. Warte, Marcel. Die Reise mit dir war, du weißt schon, ganz in Ordnung. Wir sind immer noch Freunde, auch wenn du jetzt sterblich bist. Vergiss nie, dass du Freunde in höheren Positionen hast. Das ist die letzte Gelegenheit und so. Darum möchte ich dir mein Geheimnis verraten. Ich bin, ich hab das lang genug hinter dem Busch versteckt. Die Wahrheit ist, ich bin... Warum halte ich das bloß... geheim. Die Wahrheit ist, ich bin wirklich... Wir werden es wohl niemals erfahren, was sie wirklich ist. Verdammt mich doch eins. Hätte sie nicht einfach sagen können, was sie ist? Unglaublich. Ja, das letzte Mal, dass wir sie sehen. Eine Függe. Soll ich die jetzt abbeißen oder was? Muss ich jetzt wieder gegen Livia dran kämpfen oder was? Fortsetzung folgt. Nice. Finde ich cool, wie sie es so geschrieben haben. In welcher Schriftart und so. Dragon Quest 9. 2009, okay, alles klar. Ja, 2009, 2010 so. Das heißt wahrscheinlich Veröffentlichung 2010 in Europa. Möchtest du die Einzelheiten deiner bisherigen Reise im Abenteuer... Möchtest du die Einzelheiten deiner bisherigen Reise im Abenteuer-Tagebuch aufzeichnen? Und es gibt kleine Kinder, die das Spiel spielen, alles klar. Ja, komm, macht. Macht, könnt ihr meinetwegen speichern. Kann man machen, so als letzten Hauptstory-Part. Und so chillen wir am Baum, oder was? Anscheinend. Wir sind in Wechselholm. Ist das schon immer Wechselholm? Das kommt mir so fremd vor. Naja, Leute, ich gehe jetzt noch ganz schnell nach oben. Ja, wobei, nee, das mache ich jetzt hier nicht mehr im Part. Ich würde da mal sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Macht euch keine Sorgen. Es geht noch weiter mit dem Projekt. Nicht allzu lange. Ja, ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch als Nebenstory so auf mich zukommt. Ich kann mich an Nebenstory eigentlich gar nicht erinnern. Aber müssen wir mal schauen, was ich im nächsten Part dann mache. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also Dragon Quest, echt unglaublich geiles Spiel. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und ja, wir machen dann im nächsten Part weiter mit bisschen mit der Nebenstory, sorry. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Heute ein bisschen länger, selbstverständlich natürlich. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, Kostja Jankowski und bye bye.